Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video machen wir weiter mit den Maßeinheiten und dieses Mal schauen wir uns die Flächenmaße an. Die Flächenmaße machen ganz vielen Schülern ganz große Probleme. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Und das schauen wir uns an. Man darf sich halt nur nicht erschrecken, wie groß die Zahlen werden. Und wir nehmen erstmal so dieses Standardbeispiel, was so gerne drankommt. Wir nehmen einen Quadratmeter und den wandeln wir jetzt erst einmal um in Quadratdezimeter. Während das bei den Strecken nur eine 0 ist, sind es bei den Flächen 2 Nullen. Wir suchen uns jetzt den Meter, der ist hier. Und wenn wir von Meter zu Dezimeter, also von Quadratmeter zu Quadratdezimeter wollen, dann müssen wir mal 100 rechnen. Und das ergibt sich eben daraus, dass es eine Fläche ist, weil wir hätten hier 10 mal 10 rechnen müssen. Das ist aber nicht wichtig. Ihr müsst wissen, bei den Flächen sind die Sprünge immer 100er Sprünge. Das heißt, will ich von einem Quadratmeter auf Quadratdezimeter, dann muss ich das, was ich habe, mal 100 rechnen. Also 1 mal 100 sind 100. Möchte ich jetzt die 100 Quadratdezimeter umwandeln in Quadratzentimeter, dann muss ich von Quadratdezimeter zu Quadratzentimeter wieder mal 100 rechnen. Und mal 100 bedeutet nichts anderes als zwei Nullen dran zu hängen. Also muss ich an diese 100 nochmal zwei Nullen dranhängen. Und dann sehe ich es, es sind 10.000 Quadratzentimeter. Und das Ganze funktioniert auch vom Quadratmeter. Möchte ich vom Quadratmeter zu Quadratzentimeter in einem Sprung, dann muss ich nicht zwei Nullen, sondern vier Nullen anhängen. Schauen wir mal, hier ist die 1 und vier Nullen, 1, 2, 3, 4. So funktionieren die Sprünge. Machen wir den letzten Sprung auch noch, bevor wir uns ein paar Übungsaufgaben angucken. Wenn ich das Ganze jetzt in Quadratmillimeter umrechnen möchte, dann nehme ich die 1 von dem Meter und mache dann ein Sprung, zwei Sprünge, drei Sprünge. Und jeder Sprung bringt zwei Nullen mit, also sechs Nullen. Und dann kann ich sagen, ein Quadratmeter sind 1.000.000 Quadratmillimeter. So, und jetzt kommen so ein paar Aufgaben, wie Sie gerne drankommen. Und zwar sollen wir zwei Quadratkilometer sollen wir angeben in Quadratmeter. Jetzt suchen wir uns als erstes die Quadratkilometer. Die sind hier. Die 2 können wir übertragen und jetzt springen wir, bis wir bei Meter sind. 1, 2, 3 Sprünge und jeder Sprung bringt 2 Nullen mit. Also müssen wir 6 Nullen machen. Man könnte auch sagen mal 100, mal 100, mal 100. Und ihr seht, 2 Quadratkilometer sind 2.000.000 Quadratmeter. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Dieses Mal wandeln wir 4 Quadratmeter um, und zwar sollen das werden Quadratmillimeter. Das heißt, wir suchen uns die Meter, die sind hier. Wir wollen zu Millimeter. Wie oft müssen wir springen? 1, 2, 3 Mal springen. Jeder Sprung mit 2 Nullen. Also wieder 2, 4, 6 Nullen. Also die 4 übertragen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann wissen wir, 4 Quadratmeter sind 4.000.000 Quadratmillimeter. Das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Wenn wir beispielsweise 3 Quadratdezimeter in Quadratmeter umwandeln wollen, dann suchen wir uns die Dezimeter und wir sehen, es ist ein Sprung, also zwei Kommastellen. 3 geteilt durch 100 wäre unsere Aufgabe, also 0,03. Ein letztes Beispiel machen wir noch. Dieses Mal sollen wir 15 Quadratzentimeter in Quadratmeter umwandeln. Wir suchen uns die Zentimeter, die sind hier und dann ein Sprung, noch ein Sprung.
Also geteilt durch 100, geteilt durch 100, also 4 Nullen. Also 0,0015 Quadratmeter. Tja, und jetzt wisst ihr, wie das mit den Flächenmaßen funktioniert. Im Grunde muss man sich nur an die 100 erinnern und dann die richtige Reihenfolge aufschreiben. Passt hier beim Hektar und beim A auf und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, das war's.